Salle, Hallöchen und herzlich willkommen hier wieder unten zu einer neuen Folge City Skylines Industries hier. Freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Wie immer, vielen, vielen lieben Dank für die ganzen Kommentare unter der letzten Folge. Was machen wir heute? Ich habe heute Folgendes vor. Erstens wollen wir hier noch ein bisschen verschönern. Hier fehlt noch was, hier würde ich gerne was hinmachen. Wir müssen gucken, dass wir hier noch ein bisschen was hinkriegen. Mal gucken, was dahin passt. Dann möchte ich gerne hier bei unserem Hauptbahnhof, hier möchte ich ein neues Wohnviertel hinmachen. Das werde ich euch gleich zeigen. Und ich habe es endlich geschafft, hier unten. Ich habe es mal abgespeichert. Der müsste eigentlich hier rumdüsen oder ist schon wieder kaputt. Kann sein, dass kaputt ist, warum auch immer. Dass die Metro-Overhaul-Mod läuft. Wir gucken nochmal gerade, dass ich euch das zeigen kann. Warum erzählt er mir da, das geht nicht? Weil es hier zu steil ist oder was? Ich habe keine Ahnung. Naja, wir gucken mal. So, lass mal gucken. Nicht bei den Zügen, sondern wirklich hier. Dap, 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 dap. Wo haben wir denn hier? War das hier U-Bahn-Linie-Werkzeug? Ja, von hier nach da soll der gehen. Warum geht der da nicht hin? Wahrscheinlich ist das wirklich zu steil, aber hier geht er auf jeden Fall hin. Machen wir alles weg. So, hier auch. Weg, weg, weg. Ist da unten noch einer? Nein. Da ist natürlich nur, ne? Das ist Bescheid. Jetzt will ich hier wieder hin. So, jetzt hätten wir hier eine Linie. Gucken wir mal. Da müsste eigentlich jetzt gleich einer rauskommen. Sind zwar noch hässliche Züge, oder hat er schon neue? Ah, guck mal, jetzt nimmt auch schon neue hier. Wir sehen es, da kommen sie angedonnert. Und da sieht man schön, ne? Ebenerdig, erhöht und in die Erde rein, wenn es nicht gerade wahnsinnig steil ist. So, also das funktioniert. Das war nur zum Testen, es funktioniert jetzt endlich. Das heißt, wir können auch jetzt bei Bedarf dann wieder anfangen, unsere U-Bahn, Straße, U-Bahn, Schrägstrich, Busse und so weiter wieder schön neue Linien zu machen. Das machen wir nicht heute, sondern erst dann in den nächsten Folgen. So, jetzt müssen wir erstmal gucken. Hier hatte ich schon eine Idee. Hier müssen wir das erstmal wieder draufsetzen. Dann brauchen wir ja nicht hier, sondern hier. Nein. Es ist wieder viel zu viel, ne? Wir brauchten... Die hier brauchten wir, aber große 8x2. Kriegen wir die hier hin? Passt das genau hier rein? Das würde so gut wie hier reinpassen. So, aber warum dürfen wir das jetzt nicht hier draufsetzen, wenn ich mal fragen darf? Also that. Warum darf das jetzt... Das ging doch vorher auch. Warum ist der Ort jetzt belegt? Vor allem, womit ist der belegt? Zahnbelag. So, hau das mal hier hin. Dann nehmen wir es einfach so. Mir doch egal, dann müssten wir es drauf machen dürfen. Zip. Wir wissen uns ja zu helfen, ne? Wir wissen uns ja zu helfen. So. Unbedingt mal gucken, dass ich das hier... Toggle Underground View. Was ist hier? Toggle Grid. Nee, wir hatten ja auch die tollen... Was ist das hier? Alignment Tool. Ja. Was ist das? Immediate Rotate Valid Items Randomly. Align as Group. Rotate around a central point. Align in place. Rotate selected items. Align Height. Nee, lass mal. So, das sollte eigentlich so passen, wenn wir das jetzt hier so hinsetzen. Sehr schön. Ah, so gut wie. Wir lassen das jetzt mal so. Ja, wir lassen das so. Es ist nicht 100%, aber wir sind hier in der Serie auch keine absoluten Perfektionisten, sondern wollen das Ganze einfach in Ruhe schick bauen. Jetzt hätte ich gerne wieder das große Curb Network von hier. Ja, wir machen das mal. Warum reißt er das denn jetzt wieder ab und warum darf ich jetzt hier auf einmal nicht drauf bauen? Ich durfte das doch vorher auch. Wir müssen Anarchie anmachen, ne? Mal Anarchie anmachen, dürfen wir alles. So. Lass mal los. Von hier aus gehe ich jetzt da oben hin. Ja. Nee, gehe ich nicht. Pass auf, jetzt gehen wir nochmal hier hin. Geben uns den. Den machen wir wieder zu. Ist das so in Ordnung? So. Na komm, wir machen mal so ein bisschen hier hin. Gehen wir mal. Eigentlich brauchen wir nur den hier. Kopieren den auch mal. So rein. Ich will nämlich jetzt hier so ein V reinmachen. Gucken, ob das klappt, so wie ich das möchte. Noch ein bisschen weiter hier rüber. So. Klappt. Sieht relativ gut aus. Curb Network von hier nach da. Jawohl. Und jetzt kann man die großen nehmen und das hier innen drin füllen. Ups. Nur gucken, dass wir keine Ecken und Kanten mehr sehen hier. Und nicht zu viel machen. So, hier geht das noch. Geht das hier auch noch. Nehmen wir lieber den kleinen. So, jetzt haben wir hier nämlich, guck,
Sieht doch geil aus, oder? Ich finde, es sieht geil aus. So, hier steht noch alles. Da auch. Hier müssen wir noch gucken, was wir da hin machen. Ich habe keine Ahnung. So, Tree. Auf jeden Fall. Naja. So. So, hier unten auf die Ecke einer. Bitte ordentlich. So. So, hier noch. 1, 2, 3 hinmachen. Natürlich hier die Pinselstärke runter. Nicht, dass wir 50 Bäume hier auf dem Haufen haben. Ansonsten sieht das ganz gut aus. Würde gerne. Vielleicht kriegen wir hier noch ein Haus hin. Wir müssen mal gucken. Irgendwelche, die dazu passen. Die müssen dazu passen. Ich habe mir auch noch ein paar runtergeladen. Mit denen wir gleich was machen werden. Auch noch andere, mit denen wir heute nichts machen werden. Aber es soll halt... Ja, ich weiß nicht. Die, der hier so hinpassen auf die Ecke. Guck mal, wenn wir jetzt hier hinsetzen. Und dann mal drehen. Würden so. Er könnte hier so schräg hinpassen, ne? Ah, der passt hier hin. Das geht. So. Könnte der da hin. Dann ist es nicht ganz so leer hier. Hier würde ich gerne noch was hinmachen. Frage ist, was? Vielleicht ein paar flachere. Auch noch irgendwo für ein paar flachere, die da hinpassen von der Größe her. Und nicht zu riesig sind. Das Ding hier. Das würde rein theoretisch passen, ne? Können wir da 2 hinsetzen? So. Müssten wir das aber drehen. Wäre cool, wenn wir noch eins hätten, wo der Zacken hier in die andere Richtung gehen würde, ne? Ich das jetzt mal so hier hinsetze. Ich meine, vom Aussehen her würden die hier hinpassen, ne? Aber ansonsten, naja. Wir gucken mal. Kriegen wir die so hier dran? Nicht wirklich. Ich will doch nur hier runter gucken. Muss halt... Könnten sie so lassen. Das würde passen. Hier tun wir auch nichts. Es ist zwar sehr eng, aber es passt. Und wir hätten noch so ein bisschen Platz da drin. So, hier in den Lücken müssen wir gucken, wie wir das machen, was da hinkommt. Ich weiß noch nicht. Mir ist noch keine Idee dafür gekommen. Vielleicht hast du ja eine Idee dafür. So, da hätten wir das hier schon mal fertig soweit. Sieht ganz gut aus. Wir könnten jetzt natürlich noch hier hingehen und Straßenlaternen setzen und so weiter. Aber das lassen wir mal, weil das geht zu sehr ins Detail und wir haben eh eigentlich nie Nacht hier. Eigentlich nie. Und warum sind hier, ich verstehe es nicht, warum immer und immer wieder Gebäude verschwinden. Ja? Warum? Einfach warum? Warum verschwinden hier immer Gebäude? Du baust tolle Sachen und bupp, sind sie weg, wenn du lädst. Kein Mensch weiß warum. Mach einfach hier historisch. Fertig. Historisch. Historisch, historisch. Ich meine, wir lassen hier natürlich auch noch generisch wachsen. Wenn man alles selber ploppt, weil man praktisch Modellbau macht, dann kann man die einfach per Mausbutton mit einem Klick in den Optionen alle historisch machen, sodass sie nicht mehr abgerissen werden und so weiter. Aber es kann ja nicht sein, dass die ständig die Gebäude verschwinden. Das geht nicht. Da muss irgendwas sein. Mit denen hier müssen wir uns auch noch was einfallen lassen. Aber das hier sieht schon ganz gut aus, finde ich. Machen wir den Käse weg. Ja. Hey, die freuen sich alle hier. Warum auch immer. Keine Ahnung. Lasse doch. Mir doch egal. So, wo sind wir hier? Hier könnten wir jetzt eigentlich auch schon mal Folgendes machen. Direkt mit einbauen. Post müssen wir noch gucken gleich. Das machen wir aber gleich. Ich habe nämlich auch noch eine schöne Bushaltestelle gefunden. Beziehungsweise einen etwas größeren Busbahnhof. Der würde sogar so hier dran passen, ne? Der würde hier so hinpassen. Super. Gefällt mir. Wir gucken mal, wie das aussieht. Ja, das passt. Wir könnten gerade die hier ein bisschen auf Seite schieben, so. Sagen wir mal so. So. Wunderbar. Dann haben wir hier nämlich einen großen Busbahnhof. Schon mal hingebaut. Wir haben zwar noch keine Buslinien, aber können wir gleich machen. Gucken, ob wir heute noch eine hinkriegen. Wenigstens eine. Ne? Haben wir verschiedene Linien, die vom Busbahnhof aus alle hier zum Hauptbahnhof kommen. So, jetzt müssen wir gucken, wie wir das hier verbinden. Das ist hier verbunden, hier ist immer Müll und so weiter und so fort. Ich krieg die... Was ist hier los? Viel zu viele Züge. Die spinnen. Jetzt geht das wieder los. Stau. Zug, 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 Zug. Da müssen wir auch mal gucken, dass wir die wegmachen. Guck mal, wie viele... Alter, wie viele Waggons haben die da dran? Ist das ein Zug hier? Will ich verarschen? Machen wir zu. 400 Leute drin.
400. Ja, nee, ist klar. Der passt überhaupt nicht hier rein. Der hat 380. Sind die des Wahnsinns? Ich glaube, die sind des Wahnsinns. Okay. Hier ist nur noch Chaos. Wenn wir hier jetzt auch noch Straße dran machen, dann ist es komplett vorbei. Glaube ich. Also machen wir mal hier die Straße weiter. Das machen wir. Oder wir machen das hier auf die Seite. Wir machen das erstmal hier auf die Seite und machen dann noch eine Unterführung hier lang, unter der Autobahn. Das machen wir. Genau, so machen wir das. Pass auf. Ja, was wollte ich? Genau, die Straße. So. Wir machen hier mit Bäumen weiter, weil die hier brauchen wir ja eigentlich gar nicht mehr dann. Wenn wir das jetzt alles wieder mit der Metro-Overhaul-Mod machen. So. Wir können hier lang. Warte, wir gehen mit dem hier lang. Machen wir mal so. Gott, hier ist auch schon wieder alles zu. Machen wir mal so. Hier dran. Das passt. Dann können wir die Ecke noch wegmachen hier. So. Sehr schön. Jetzt ist nur die Frage, wie gehen wir hier runter? Wir können erstmal mit Bäumen. Nee, ohne Bäume. Ohne Bäume geht's runter. Anarchie ist an. Das heißt, wir können erstmal hier drüber bauen. So. Ist ja kein Problem. Heißt, wir gehen runter. Mit dem... Dann gehe ich erstmal mit dem runter hier. Zzzp. Ist das so? Oder ist das schon... Ja, dann müsste das hier auch noch ein bisschen runter, ne? Ja. Oh, warum geht denn das jetzt so langsam? Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Dann könnte man das hier so ein bisschen runter machen. Hier ist das jetzt natürlich ein bisschen steil, aber das passt schon. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Jetzt müssen wir nur gerade die Autobahn da wieder zusammenkleistern. Four-Line Highway. Hier ist er, glaube ich, vierspurig, ne? Ne, das sind drei Spuren. Das sind drei Spuren. Ah, passt alles. Ist der hier, okay. Hier hinten ist... Ach, hier hatte ich das vierspurig gemacht, deswegen, okay. Ist dreispurig, passt. So, dreispurig, bitte Elevated-Teile. Orson. So, und so. Sehr schön, sehr schön. So, das machen wir wieder weg. Oh, jetzt muss das natürlich wieder ordentlich aussehen. Gucken, haben wir das hier drin? Finde ich das hier wahrscheinlich wieder nicht. Mir entfallen immer die Namen. Wir haben übrigens auch Guardrails, ja. So. Wall. Ja, hier sind sie, ne? Genau. Concrete Retaining Wall. Richtig. So. Die können wir komplett nehmen. Machen wir mal so. 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 Das Spiel kennen wir ja schon. Von hinten. Komm her. Hier hin. Sagen wir mal so. Up. Er kommt da hin. So. Komm. Up. So. Er kommt hier hin. Bitte gerade. So. Und er kommt dann irgendwo hier hin. So. Kann man so machen. Jawohl. Sehr schön. Kann man das so lassen. Jetzt müssen wir nur hingehen. Die hier natürlich ein bisschen runter machen. So, dass die hier drunter verschwunden sind. Dass man das nicht mehr sieht. So, komm runter. Kann man so lassen. Ja, schön hier auch noch. Nicht so viel. Nicht so viel. Wir wollen ja hier... Das soll ja in Ordnung aussehen. So, der kann auch noch ein bisschen verschwinden. Mal gucken. Wenn man den nicht mehr sieht hier. Ah, da ganz minimal. Da guckt keiner hin. Aber jetzt haben wir das schon mal. Wunderbar. Was sitzen. Jetzt müssen wir das natürlich nur noch hier zukriegen. Da muss ich mal gucken, wie ich das mache. Wir lassen erstmal nur die eine Seite. Wir machen jetzt mal hier weiter mit den Häusern. Ich würde nämlich gerne... Wie machen wir das am besten? Wie machen wir das am besten? Ich würde da gerne wieder Parkplätze direkt vor die Häuser setzen diesmal. Das ist die Frage. Kriegen wir das so hin? 16 Meter Parking Lot. Lass mal gucken. So, ich mach den mal aus. Einfach zum Testen hier. So, das heißt, du kannst durchfahren und auf der einen Seite parken. Ich glaube, hier wird immer gefahren, da wird geparkt, ne? Ja, nicht da. Dann machen wir das wirklich so. Darf ich den hier nicht bauen? Doch, darf ich so. Okay.
Dann machen wir so. Können wir das noch hier reinmachen? Wirklich einfach immer so ein bisschen verteilt. Den können wir noch ein bisschen länger machen. Sagen wir mal bis hierhin. Können wir den hier so lang machen? Der geht wirklich komplett durch. Dann nehmen wir jetzt einfach mal die Parking Lot Roads hier. Tutti completti, so wie ich das haben will. Wir sehen ja, wo gebaut wird. So. Hier. Und hier. So, nochmal so durch. Bis hier hin. Hier hinten. So. Jetzt müssen wir gucken, wie wir das machen. Weil wir sind ja faul. Ne? Wir sind ja faul. Jetzt brauchen wir die folgenden Häuser. Was geht denn hier ab? Warum staunen die sich jetzt alle? Ah, da gehen drei weiter. Hier müssten es eigentlich auch vier sein, ne? Stehen. Alter Falter. Die wollen jetzt alle darüber, ne? Yep. Eigentlich müssten es hier dann auch vier sein, damit einer abfahren kann und drei weiter. Aber gut, lassen wir es mal so. Das können wir dann irgendwie noch hier oben anbinden. Muss ich gerade das Haus suchen, was ich haben wollte. Ich glaube, die hier waren es schon, ne? Brownstones, lass mal gucken. Ja. Sehr gut. Sehr, sehr gut. So, die hier müssten es gewesen sein. Lass mal gucken. Upp. Upp. Die gefallen mir. Die gefallen mir, aber ich weiß nicht, ob es da... Wir gucken mal, wenn wir Brown schreiben. Gibt es da noch andere? Brown? Nee, wir haben nur die. Sind halt immer und immer wieder dieselben, ne? Schade. Jetzt noch hier reinmachen. So, und so. Die können wir eigentlich super hier ploppen. Dann machen wir so eine komplette Siedlung hier. Wirklich. Wie es halt so ist. Gärten können wir noch so lassen. So. Hier machen wir so eine komplette Siedlung hin. Das möchte ich jetzt haben. Das ist mir auch real. Ob ihr sagt, das sieht zugleich aus. Wir kommen dann natürlich noch auf der einen Seite Parkplätze hin. Können die anderen ja auch drauf. So, die freuen sich schon. Einzigste, was wir vielleicht machen können. Nein, du sollst doch nicht aufsteigen. So, und genau deswegen macht man die Historical, ne? Die Ahorn-Residenz, der steigt hier direkt auf, weißt du? So, weg damit. Die steigen auch auf hier. Warum? Okay, folgendes, pass auf, Option, jetzt zeige ich euch das, das ist mir egal. Auch wenn wir dann alles von Hand abreißen müssen. Wo ist Precision Engineering? Nein. Show it? Nein. Move it? Wo ist Plop the Globals? Hier. Make all historical. Bitteschön. Disable automatic level up. Gut, dann machen wir es so. Gucken wir mal, ob es dann geht. Warum steigen denn alle hier auf? Seid ihr blöd? Weg mit euch. Los. Unglaublich, ey. Unglaublich. Ihr sollt so bleiben. Wir haben die Gärten da, das passt. Mann, 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 ey. Einmal mit Profis hier, weißt du? Einmal mit Profis. Hier sieht das natürlich, weil es wieder super gerade ist. Eigentlich müssten wir das hier ein bisschen, Das sieht schon krass aus. Das sieht zu krass aus. Wir müssen das ein bisschen auf... Genau, wir machen erstmal nur hier vorne die Ecke. Das müssen wir definitiv ein bisschen auflockern. Das geht ja gar nicht. Okay, so, die können hier so an den Garten ran dann. Lass mal hier. Können die hier hin. Wenn wir so zwei, drei haben, dann geht das. Aber alles aufeinander. Boah, nee. Lass mal. Können wir mal so einen drin verschwinden lassen, ne? Rein theoretisch. Ja, praktisch nein. Hallo? Ah, Autosave. Okay. Bereits belegt. Wovon denn bitte? Wovon denn? Ja, dann machen wir da ein bisschen Platz zwischen. So, dass da... Das passt sogar ganz genau. Schick. Schick, schick. Da, nein. Aber hier könnte es hin. So. Brauchen natürlich alle wieder Wasser. Hat Edu ja vergessen, wie immer. Aber das heißt vergessen. Hier sollte ja erstmal noch nichts gebaut werden. So. Und dann brauchen wir hier noch ein bisschen flaches Gewerbe. Und so weiter und so fort. Wasser haben sie. Ja, haben sie. Strom haben sie auch. Ist natürlich wieder sehr rudimentär im Moment noch. Hier ist ja noch nichts da.
Wir wissen, wo sie langfahren. Jetzt gehen wir mal gerade hin und holen uns wieder die Parkplätze. Die brauchen wir ja noch. Am liebsten schräge. Die hatten wir hier. 4-1. Ja, genau. So, 4-1. Die hatten wir. Jetzt dürfen wir wieder nirgendwo drauf, weil wir keinen Anarchie annahmen, ne? Natürlich. Was auch sonst. Wäre sonst zu einfach gewesen. Wenn wir jetzt hingehen. So, wo fangen wir denn an? Sagen wir mal, hier fangen wir an, so vor der Haustür. So, dass es gerade ist. Na, nicht ganz. Komm. So ungefähr. Sagen wir mal so. Ne, klitzig. Ein Ticken noch. Du kriegst das nie 100% gerade hin, ne? Du kriegst es nicht zu 100% gerade hin, aber wir geben uns Mühe, sodass die alle hier Parkplätze vor der Haustür haben. Das passt so. Jetzt können wir nämlich hingehen und die anderen hier auch weitermachen. Da, wo was brauchen. Oder die spielen einfach so ein bisschen vor der Straße. Ne? Hier kannst du dann zum Beispiel ein bisschen spielen. Wir müssten auch noch Spielplatz und so weiter hier hinmachen. Also Auto-Level up verboten. So, da könnte man auch Parkplätze hinmachen. Hier machen wir natürlich auch schon mal so ein paar Parkplätze vor. Generell finde ich diese Siedlungen cool, aber wir müssen da ein bisschen mehr machen, weil das hier, das geht gar nicht. Was mir da direkt in den Sinn kommt, ja, hat zwar nichts mit City Skylines zu tun, aber Strip Mining in Minecraft. Wieso laufen die alle zu Fuß hier drüber? Sind die bekloppt? Leute, ihr dürft hier fahren. Ihr dürft hier fahren. Gehen alle zu Fuß. Schön, komm, wir verbinden das hier noch. So, hier ganz normal. Bitte so, straight slope kannst du auch nehmen. So, machen wir die Straße mal so. Geht die hier lang? Nirgends. Doch, hier können wir die lang machen. Aber da haben wir Kreuzung über Kreuzung, ne? Egal, machen jetzt hier lang. Und dann kommt die noch so hier dran. Bitteschön. Fertig. Muss ja nicht immer 100% gerade sein. Bin zwar so ein 90-Grad-Fanatiker, aber das kriegen wir schon hin. Die sehen ganz cool aus. Und hier, wenn man so einen Straßenzug hat, sieht das auch nett aus. Aber das hier... Nein. Hilfe! Ich verlaufe mich. Wo habe ich gewohnt? So sieht das aus. Und da stehen noch glatt drei Leute auf dem Parkplatz. Okay. Wir müssen jetzt... Ich weiß, was wir vergessen haben. Wir machen jetzt auf jeden Fall noch eine Buslinie. Auf jeden Fall mindestens eine Buslinie, die am Hauptbahnhof hier anfängt mit den Bussen. Sieht es eigentlich unter der Erde aus hier. Grande Katastrophe auch. So, wo war der? Hier war der. Genau. Ach, da ist... Der hat ja eine drin, ne? Müssen wir mal gucken. Wir fangen mal hier an. So. Es ist die Frage, wo soll die lang gehen? Ich würde mal sagen, die geht durch dieses Stadtviertel hier. Machen wir später noch einen, der durch dieses Stadtviertel geht. Dann machen wir einen, der hier hingeht. Einen, der da oben hingeht. Obwohl wir hier oben überhaupt nicht hinkommen, es sei denn, wir fahren über die Autobahn. Das müssen wir auch noch irgendwie anders verbinden. Erstmal machen wir jetzt hier das Stadtviertel. Der muss da lang fahren. Ach, das ist Einbahnstraße, ne? Dann ist das natürlich blöd. Dann mach erstmal hier. So. So. Während wir da einen Bus bauen, reißen wir unsere ganzen Straßen ab. Das ist auch wieder super. Beziehungsweise unseren Zaun da. Ich hasse sowas, ey. Hasse es. Dann fahr einfach mal hier oben lang. So, da lang. Dann gehen wir doch hier durch. Was soll's? Was soll's? Einmal durch den Spaßdistrikt hier lang. Oben irgendwo lang? Nee. Geh mal über die Hauptstraßen. So. So. Hier lang. Können wir hier oben noch halten. So lang kommen wir hier irgendwo rein. Hier geht's nicht weiter, ne? Da kommen wir rein. Da lang. Dort lang. Oben hin. Dort hin. Dann machen wir einfach mal so einen großen Bogen. Hier hin. Und wieder hier hin. Bitteschön. Eine Buslinie. So, mal gucken. Wie viele Autofahrten wir damit aus dem Verkehrsnetz nehmen. Hier ist ja die Hölle los zu Fuß, wie ich gerade sehe.
müssen auch mal zusehen, dass wir irgendwie so Fußgängerbrücken kriegen. Dass wir denen hier Fußgängerbrücken hinbauen, dass sie da drüber laufen und nicht immer mit dem Zebrastreifen über die Straße und die ganzen Autos anhalten. Müssen wir nur gucken, ob wir das Busdepot gebaut. Ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung. Ja. Mein, hier sind ganz schön viele Autos. Parken tun die zwar nicht hier, warum auch immer, aber egal. Schön. Gefällt mir. Wenn du noch Ideen hast, hau sie in die Kommentare. Falls noch nicht geschehen, abonnieren, Glocke aktivieren, so dass du nichts mehr verpasst. Und ich sag wie immer, ciao mit V, bis zur nächsten Folge, euer Ede.